Unweit des Völkerschlachtdenkmals befindet sich eine der schönsten Schrebergartenanlagen Leipzigs. Einer der dafür Hauptverantwortlichen ist Michael. Es gibt gewisse Regeln, die halt da sind. Und dafür bin ich nun in Leipzig und Umgebung berüchtigt, dass ich ein Verfechter der Einhaltung eigentlich der Grundregeln bin. Mit Polizeipensionär Jack sorgt er für Recht und Ordnung. Mein Name ist Michael Baumann. Bin jetzt seit fast 20 Jahren Mitglied in diesem Verein. Seit 8 Jahren der erste Vorsitzende. Die Heckenhöhe muss stimmen, die kleingärtnerische Ordnung im Garten, sprich diese Ein-Drittel-Regelung, die muss stimmen. Und was für mich auch wichtig ist, ist die Sauberkeit vor dem Garten. Aber das muss stimmen, und wenn das nicht stimmt, wär ich Fuchs. Und dann schimpft Sheriff Baumann schneller als sein Schatten. Heute gibt es besonders viel Anlass zum Maßregeln. Der Wasserwinterschlaf endet. An dem Tag ist dann wirklich Oberkante Stress angesagt. Und volles Rohr Ärger. Es wird hart. Wenn wir ein kleines Sch hören, na ja. Und wenn wir dann hören, ein Sch, dann steigt der Hahnekamm. Und nicht nur der. Also sattelt der Sheriff zur Wasserschutzpolizei um. Jack, ich komme jetzt. Herr Schneider, Sie wissen Bescheid. Eigentlich sollten alle 800 Kleingärtner an diesem Samstagmorgen auf ihren Grundstücken sein. Ja, bei dem Wasser einstellen, alle Jahre wieder dasselbe. So, dass wir gegen 9 Uhr immer das Wasser aufdrehen, die Hauptleitung 2 Stück. Und dann geht's natürlich richtig los. Wo es losgeht, wird sich zeigen. Aber erst muss Jack zum Haupthahn hinabsteigen. Wir haben es schon gehabt, dass man uns hier, als wir hier unten im Schacht waren, hier oben die Rohrzange gemopst hat. Wir haben hier unten gewirtschaftet, haben kommen hier hoch, ist die Rohrzange weg, aus dem Fahrrad rausgemopst. Gedacht, ich spinne. Ja, ich mache jetzt den Haupthahn auf, versuche es zumindest erstmal. Und dann müssen wir in der Anlage Wasser laufen. Oh, das Geräusch ist gut. Ist auf. Ja. Wir fahren jetzt die Anlage wie die Flitzebogen ab und hören rings, ob wir solche Geräusche hören wie hier vorne. Und wenn wir die hören, müssen wir uns anfunken, entweder Wasser stoppen oder Hähne zudrehen. Wenn nämlich Wasser unkontrolliert läuft, wird es nass, teuer und unschön für Gärtner oder Verein. Ich links, du rechts. Das passt zu uns. Ich links, du rechts. Genau. Nicht so schnell. Ihr habt euren Wertgegenstand vergessen. Naja. Ich hab's gerade noch gesagt. Abmarsch. Ich fahre auch teilweise langsam, weil ich ja horchen muss. Was wiederum den Stress erhöht. Denn für den Ordnungshüter ist Zeit Wasserverschwendung und damit Geld. Die Wasserleitung gehört allen Vereinsmitgliedern. Und unsere Wasserleitung zählt eigentlich bis unterirdische Wasserleitung bis zum Absperrhahn. Und alles, was über dem Absperrhahn ist, die kurze Leitung zur Wasseruhr und nach oben, ist Gärtnersache. Wasserlecks vor der Uhr sind Vereinssache und kosten 4 Cent pro Liter. Oh, Entschuldigung. Durch den Regen ist es heute ein bisschen kompliziert. Wir müssen also wie so ein Ohrenarzt hier horchen, wo Wasser läuft. Und weil manchmal auch Hähne hinten auf sind. Aber das ist dann, wie gesagt, zweitrangig. Bei uns ist die Regel erst einmal, vor der Uhr ist wichtiger wie nach der Uhr. Weil nach der Uhr hat der Gärtner einfach Pech. Denn nach der Uhr zahlt der Gärtner selbst. Und nicht umsonst sollten ja jetzt alle da sein. Moin, läuft! Habt ihr mal probiert? Bei euch läuft doch was da drüben. Guck mal bitte, oder ich hab's. Das ist lang wie in ein Fass. So, ha, jetzt guck dir mal. 3 Hähne auf. Ja, so. Wenn ich die nicht erreiche, dumm und dämlich zahlen die sich, die Leute. In Leipzig hat Sheriff Baumann einen Wasserhahn-Fahndungserfolg. Leider kann der Zugriff nicht erfolgen. Vom Gartenbesitzer fehlt jede Spur. Das Wasser läuft hemmungslos in völliger Verschwendung. Hallo?
Ja, habe ich Sie geweckt? Ja, ich bin krank, aber wach nicht. Ja, bei euch läuft das Wasser in beiden Gärten, aus allen Hähnen. Und ich komme mit meinen 60 Jahren nicht mehr über den Zaun drüber. Schickst du jemand los? Ja, klar. Gut, okay. Ich bin krank. Telefon als Kranker wird man ja noch, wenn ich der Hand da bin, werden wir ja noch bedienen können. Brauchen bloß anzurufen. Bei den Wasserpreisen. Das nennt man Überflussgesellschaft. Da hinten läuft's auch. Guten Morgen. Guten Morgen, wo sind wir denn? Habt ihr am Lotto gewonnen? Bei euch in Dreien, bei euch im Garten, beide und du läuft komplettes Wasser in allen, aus allen Hähnen. Heute das Wasser anstellen, Leute. Ihr wisst doch, dass ihr da sein müsst, einer. Scheiße. Ja, hier läuft, und ich klettere über keinen Zaun. Warte mal, mit der Leiter kletterst du mir nicht drüber, lass es. Ja? Wenn dir einer stürzt, bist du schuld. So. Warte mal, der klettert jetzt hier drüber. Ich kann es gar nicht sehen. Ja. Dreh mal die Haupthähne zu, bitte, sei mal so lieb. Ja. So, er dreht jetzt alle Haupthähne zu. Ja. Alles klar? Ihr kommt dann trotzdem bitte gucken, ja? Ja, wir kommen trotzdem gucken, ja klar. Danke. Tschüss. Bis denn. Jo. Das Volk und Vaterland wird es dir danken. Im Prinzip müssen im Herbst, wenn wir das Wasser abstellen, da muss eigentlich aufgedreht werden, um die Luft aus der Leitung zu lassen, dass einfach keine Wasser mehr in der Leitung ist. Ja? Und das sollen die auflassen, die Hähne. Und im Frühjahr müssen sie halt zugemacht werden, logisch, ne? Aber das, wie ihr ja merkt, selber ist wieder mal... Na gut, sag es nicht, was ich denke. Bloß keine Zeit verlieren. Da draußen könnte noch mehr Kostbares nass verplempert werden. Garten 34, läuft das Wasser nach der Uhr. Ich komme da aber nicht über den Zaun jetzt drüber. Früher, wo ich noch ein flotter Hirsch war, da sind wir über den Zaun gesprungen. Geht auch nicht mehr so. Und dann gibt es wieder die Kategorie Gärtner, die dann wirklich ulkig werden. Ja, warum hast du nicht zugedreht? Ja, Ich springe aber keinen Zaun mehr. Jetzt kommt erstmal der Oberhäuptling, der Wasserhäuptling. Ich habe keinen Dietrich mit, den hätten wir einpacken können. Die 34. Ecke läuft der Wasserhahn. Jetzt hier weit, brauch nicht hochfahren. Wie bitte? Muss ich hier hochfahren? Ich habe es nicht geguckt. Ich bin aus der Seite gekommen. Ob du da reinkommst. Ja, ich muss drüber klettern. Du bist sportlich, so wie ich. Und mein Stellvertreter Jack, der macht das. Der ist noch flott. Tja, eine kleine Steighilfe mit. Während sich Zaunkönig Jack flugs um die freilaufenden Hähne kümmert, setzt Sheriff Baumann seine Plätscherpatrouille fort. Also heute, Leute, muss ich euch mal sagen, so hektisch war es lange nicht. Action pur. Was ist jetzt? Ah, das geschulte Ohr hat eine neue Fährte aufgenommen. Jedes Jahr dasselbe. Es sind immer die gleichen. Bei läuft Wasser, Uhr, Quatsch, nach der Uhr. Ein Kollege dreht ab jetzt hier. War Vorstjahr schon, mein Bester. Das mault er gleich jetzt. Das war Vorstjahr schon, hey? Da bist du da rüber, hey? Ich habe einen hilfsbereiten Gärtner, der macht das mal jetzt. Kein Problem für den jungen Hüpfer. Und wieder ist ein Wasserfall gelöst. Ich danke dir. Im Namen der Gartenfreunde. So, jetzt geht die Tour weiter. Sprach's und verschwand. Doch es wartet schon der nächste Schreck. Jack entdeckt ein Wasserleck, das sich gewaschen hat. Wir haben erstmal hier ein größeres Problem, weil hier vor der Uhr was kaputt ist. Bei den Leipziger Wasserwächtern spritzt sich die Lage zu. Wir haben erstmal hier ein größeres Problem.
Nachdem Sheriff Baumann und sein zweiter Vorsitzender Jack das Wasser ordnungsgemäß angestellt haben, läuft es nicht ganz so ordnungsgemäß. Hallo, ihr seid nicht im Garten, Freunde. Bei euch ist ein Schaden im Garten. Wir müssen die gesamte Anlage abstellen, weil bei euch Schaden ist. Wo bist du? Ja, es heißt immer um 9, umsonst heißt es nicht um 9. Ja, also ganz schnell husch husch, ja? Ja. So, wir haben es 9.13 Uhr. Der Gartenfreund X ist aufgestanden und hat jetzt die Absicht, hier zu erscheinen, obwohl es heißt 9 Uhr anstellen. Also da muss ich dann schon die Kontenance bewahren, ja? Jack, Garten 36, wo der Schaden ist, ist auf dem Weg hierher. Ich habe den Hemasen mehr oder weniger aus dem Bett geholt. 3 Stunden hatte ich 60 Gespräche auf dem Telefon, nur wegen Wasser. Frau oder Herr Bad? An dem Tag ist dann wirklich oberkante Stress angesagt, ne? Wasser an, Wasser aus, Wasser an, Wasser aus. Weil Havarien sind, ne? Ja, ich hab's gesehen und der ist auf dem Weg hierher. Entschuldigung. Und dann steigt der Hahnekamm. Ich hab, entschuldige, Sie müssen den Restsatz noch mal sagen. Der Sheriff hat getan, was er tun konnte und setzt seine Streife fort. Um die Havarie kümmert sich der zweite Vorsitzende Jack. Damit ist jetzt sogar Zeit für Scherzchen. Beim Jack ist ein Rohrbruch. Ich könnte den ja mal verarschen. Ich sage, Jack, bei dir im Garten ist ein Rohrbruch. Ha! Nee, da ist schon so gelaunt. Also eigentlich sieht er ganz entspannt aus. Feierabend? Wir sind noch nicht fertig. Also es gibt noch weitere Havarien in der A-Anlage, die jetzt behoben werden müssen. B-Anlage, das haben wir jetzt erst einmal mit Erfolg erstmal geklärt, erstmal provisorisch. Das muss alles umgebaut werden, weil das noch alles altes Metall ist. Ja, und nicht mehr auf PE. Nun schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht in der Anlage. Bei den Leipziger Wasserstressspielen läuft bereits der nächste Akt, genannt Wassermarsch. Und der verlangt dem Hauptabdreher alles ab. Das wird ein Problem. Dass Jack in einer Klempnerklemme steckt, ahnt Sheriff Baumann bereits. Wollte ich nur mal fragen, wie es aussieht. Sehr bescheiden. Wo bist du eigentlich? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin im Hörschildweg jetzt hinten. Da hinten ist ein Drecksventil, weil da ist nicht viel Leitung, da ist nicht viel Spiel. Ja. Na, brauchst du mich jetzt hinten? Ja, vielleicht mal zum Drücken oder so. Na, komm ich mal hinter. Gut, okay. Hm. Ging ja. Gut. Während Jack werkelt, sinniert Sheriff Baumann über wichtige Fragen. Ich mag eigentlich gar keine weiße Schokolade. Ja, bitte, Jack, neue. Ich esse gerade Schokolade. Mach ich. Zu zweit bringt man die liquide Lage sicher schnell unter Kontrolle. Auch wenn kaum genug Platz für einen ist. Es war ein großes Tschst, denke ich mal, ja. Hier braucht's wohl doch keinen weiteren Praktiker. Ist es sicher, dass es nicht weit genug drin ist? Nein, da ist nicht weit genug drin. Wir sind so ein bisschen zwei Alpha-Tiere. Wenn die natürlich aneinander geraten, da wird's warm durch die Funken. Jetzt geschissen. Mach Absperr drauf. Es wird gesagt, was gesagt werden muss. Micha, ich sehe, aber du glaubst mir's ja nicht. Lass es machen, Absperr drauf. Hör auf jetzt! Ich mehre doch hier nicht 3 Stunden rum und gebe dann auf oder was? Das ist schief, das siehst du, ich sehe es von der Perspektive. Du musst. Na, das mach ich halt.
Ja, die Oma würde jetzt sagen, na, ihr zwei, ist eine richtige Hassliebe. Ich habe jetzt schon notgedrungen weiße Schokolade gegessen als Nervennahrung. Es dürfte theoretisch nicht halten. So wie es aussieht. Gehen wir nochmal an und dann werden wir sehen, was passiert. Wir haben es erst mal hingekriegt. 1, 2, 3. Ich klopf mal auf Holz. Mal sehen, ob es gut geht. Was man anfängt, muss man auch zu Ende machen. Aufgeben gilt nicht. So ist's recht.